Ich will mit Photopea für meine Webseite einen Header, ein Panoramabild zuschneiden. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich habe ein Bild gesucht. Ich stelle mir bereits vor, dass ich hier irgendwie einen Zuschnitt machen kann. Das Bild ist breit genug. Das Bild soll nachher 1920 Pixel breit sein und 400 Pixel hoch. Ich habe das heruntergeladen. Und zwar in bester Qualität. Bei Pixabay kann man gratis Bilder herunterladen und natürlich freuen die sich, wenn man etwas bezahlt oder wenn man selber Bilder wieder hochlädt. Dieses Bild habe ich in Photopea geöffnet und will das nun zuschneiden. Das Maß soll, wie gesagt, 1920 x 400 Pixel sein und nicht etwa in Druckqualität, also nicht etwa 300 dpi oder Punkt pro Inch, sondern nur 96 dpi oder Punkt pro Inch, denn mein Bildschirm und die meisten Bildschirme, die haben eine Auflösung von 96 Bildpunkten pro Inch. Hier in Photopea stelle ich zuerst die Auflösung, also dpi, ein und nachher schneide ich zu. Im richtigen Photoshop kann man das sofort in einem Schritt machen, Breite mal Höhe und die Auflösung in einem. Das mache ich hier aber in zwei Schritten. Ich gehe zu Bild. Ich gehe zuerst zur Bildgröße und ich sehe hier bei DPI, also Dots per Inch, das ist bei 300, also Druckqualität, das ändere ich auf 96. Okay. Ich schaue nochmal nach, was sich denn jetzt geändert hat. Am Bild sehe ich nichts, aber ich sehe hier, ja, durch das wurde das Bild irgendwie breiter, weil die Qualität kleiner wurde. Und jetzt erst schneide ich zu. Ich bin also zurück beim Zuschneidewerkzeug und muss hier unbedingt noch etwas ändern, denn wenn ich auf ein bestimmtes Pixelmaß zuschneiden will, muss ich hier auf feste Größe wechseln und gebe hier ein, die Breite soll 1920 Pixel sein und vorhin sagte ich 400 Pixel hoch. Das ist so mein Maß für die Webseite und wenn ich jetzt hier das Zuschneidwerkzeug nehme, Freisteller, dann kann ich nur noch in diesem Verhältnis zuschneiden. Klar, jetzt wäre das ja zu klein. Deshalb nehme ich nun das nach rechts und hier den Ecknagel nach links. Und ich kann ausschließlich in dieser Größe zuschneiden. Ich sehe hier die Flasche, die will ich sicher noch. Okay, die Sohle, die schneide ich ab. Ich bestätige das mit dem Haken oder drücke die Enter-Taste. Und mit Alt und am Mausrad drehen sehe ich, das ist nun mein Header. Der hat nicht mehr diese perfekte Druckqualität, aber das ist perfekt für meine Webseite. Wenn ich nun mit Alt und Mausrad weiterdrehe, dann merke ich, ja, es verpixelt, wenn es größer wäre, aber nachher auf der Webseite ist es etwa in dieser Größe und das ist perfekt. Und die Datei ist nicht mehr zu groß und überlastet nicht den Download, wenn ich so ein Bild auf der Webseite habe. Das war's.